Die Vorbereitungen im Schlaflabor haben begonnen. Am Körper von Bernhard Goertz werden ein Dutzend Messgeräte angeschlossen. Dies wird eine sehr aufschlussreiche Nacht für Herrn Goertz. Seine Hirnströme, seine Atmung, seine Kiefer- und Beinbewegungen werden gemessen. Auch die Bewegungen seines Brustkorbs und seiner Augen werden aufgezeichnet. Und der Sauerstoffgehalt in seinem Blut wird überprüft, die ganze Nacht hindurch. All dies, weil man vermutet, dass Herr Goertz nachts aufhört zu atmen. Meine Frau, die stieß mich nachts 2-3 Mal an, weil ich nicht mehr durchatmete. Ich hatte riesige Atemaussetzer. Ja, und dann, man meint, man hätte die ganzen 8 Stunden durchgeschlafen. Aber das ist nicht an dem. Dann war dadurch, durch diese Aussetzer, ist man richtig, kann man richtig reden morgens. Also, kam mir vor, als wenn ich nur 2-3 Stunden geschlafen hatte manchmal. Jahrelang ging das so, Nacht für Nacht. Dann hat sich Herr Goertz entschlossen, seinen Schlaf untersuchen zu lassen. Hier untersucht man seit 1997 den Schlaf von Menschen, die nicht gut schlafen. Chefarzt Dr. Behler beschäftigt sich intensiv mit den über 80 verschiedenen Störungen im Ein- und Durchschlafen, die man in der Medizin kennt. Herr Goertz leidet wahrscheinlich unter einer sehr häufigen Krankheit. Diese wird Schlafapnoe-Syndrom genannt. Im Schlaf erschlafft hierbei die Halsmuskulatur. Der Zungengrund rutscht nach hinten, vor allem wenn man auf dem Rücken schläft. Und die Luftröhre wird verschlossen. Der Patient bekommt keine Luft mehr. Daraus folgt ein Abfallen des Sauerstoffwertes und ein Alarmsignal, was das Gehirn an den Körper gibt, dass nicht genügend Sauerstoff kommt, das dann dazu führt, dass der erholsame Tiefschlaf nicht erreicht wird. Diese Aufweck-Alarmreaktion des Gehirns werden im Fachjargon Arousal, also Aufweckreaktion genannt. Und jedes Mal mit einer Apnoe, also mit einem Aussetzer der Atmung während des Schlafes, kommt es zu diesem Arousal mit einer starken Herz-Kreislauf-Regulationsstörung, die eben dann auf Dauer dazu führen kann, dass unsere Patienten Schlaganfälle, Herzrhythmusstörungen, hohen Blutdruck, auch Herzinfarkt erleiden können. So, jetzt sind wir fertig. Ich hoffe, Sie schlafen gut. Träumen Sie schön. Gute Nacht und bis morgen früh dann. Ne? Schlafen Sie schön. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Schwester Ellen kümmert sich seit Beginn des Schlaflabors um die Patienten. Die ganze Nacht durchwacht sie an den Überwachungscomputern, die das Schlafschema des Patienten genauestens aufzeichnen. Bis zu 6 Patienten schlafen gleichzeitig im Schlaflabor. Die Plätze sind gut besucht. Schlafstörungen sind in der Bevölkerung ähnlich weit verbreitet wie Diabetes. Herr Goertz musste 5 Monate auf seine Nacht im Schlaflabor warten. Gegen 22.10 Uhr beginnt sie dann endlich. Und um 8.30 Uhr ist sie auch schon wieder vorbei. Ja, also mit allen Kabeln verbunden, also geht doch einigermaßen, habe ich doch gut geschlafen. Die Auswertung kann einige Stunden in Anspruch nehmen. Seite für Seite müssen die Protokolle begutachtet, Schlafphasen verglichen, Videoaufzeichnungen durchgegangen werden. Der Verdacht hat sich bestätigt. Herr Goertz hatte insgesamt über 300 Atemaussetzer in dieser Nacht. Kein Wunder, dass für ihn Schlaf kaum noch erholsam sein kann. Eine Etage tiefer werden die letzten Untersuchungen mit Herrn Goertz gemacht. Nasenfluss und Lungenfunktion werden überprüft. Und alles wieder ausatmen. Raus, 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 raus und normal weiteratmen. Nach einer gründlichen Auswertung aller Daten zeigt sich, was die sinnvollste Therapie der Schlafstörung von Herrn Goertz ist. Um dem Erschlaffen der Halsmuskulatur entgegenzuwirken, muss Herr Goertz von nun an mit dieser Maske schlafen. Sie ist an ein Gerät angeschlossen, das ihm seine Atemluft mit leichtem Überdruck spendet. Dadurch wird vermieden, dass seine Atemwege während der Nacht versperrt werden. Das kann man dann hier feststellen. Auch wenn es im ersten Augenblick erschreckend wirkt, mit so einer Maske zu schlafen, wer Monate oder gar Jahre nicht durchgeschlafen hat, freut sich über alles, was einem den Schlaf zurückbringt. In einem letzten Gespräch bespricht Dr. Behler mit Herrn Goertz das weitere Vorgehen. Herr Goertz muss an seinem Übergewicht arbeiten. Es ist ein Grund für seine Erkrankung. Außerdem sollte er in einem halben Jahr wieder zur Kontrolle ins Schlaflabor kommen. Denn viele Patienten haben sich so sehr an ihren schlechten Schlaf gewöhnt, dass sie selbst kaum noch beurteilen können, ob sie wirklich gesund schlafen. Zwei Monate damit zu verbringen, sich an diese Maschine zu gewöhnen, bitte mit uns Kontakt aufnehmen, wenn es ein Problem gibt. Wir würden Ihnen gerne helfen, dieses Problem abzuschalten.
Und in ungefähr 3 Monaten machen wir nochmal eine Nacht hier, ja, um zu sehen, ob wir sie jetzt so weiter behandeln können.